So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. Ja, da sind wir wieder. Ein neuer Tag, ein neuer Glück. Ich habe über Nacht mal ein bisschen was gebaut. Und zwar hier die Randbebauung, sag ich mal, schon mal abgenommen. Wir werden das ganze Dach natürlich abtragen nach und nach. Aber so, dass wir hier nach unten verteidigen und schießen könnten, nicht? Das ist ganz gut. Hier werden wir natürlich noch aufwerten, die ganzen Sachen. Oh. Da ist das schon mal durch, weil dann nehme ich die nicht aus Versehen auf. Oh. Und dann haben wir hier die Möglichkeit zu stehen und zu schießen. Hier natürlich auch. Und hier hinten werden wir einen Weg nach unten uns bauen, weil wir nicht mehr durchs Haus runtergehen. Das bedeutet erstmal hier irgendwie so eine Plattform. So. Ja. Und dann brauchen wir die... Wo ist die Leiter? Ich mag die Runde nicht so gerne. Die da. Die mag ich irgendwie lieber. Ja, und das nach unten bauen, nicht? Das ist, das habe ich eben schon gesagt, so ein kleines Thema. Da müsste so ein virtueller Block irgendwie davor sein, der als Snapping Point gilt. Oder man muss halt den richtigen Winkel treffen. Hat halt manchmal so 1 Millimeter Platz für sowas. Ah, falscher Drehmodus. Ich habe echt Angst, hier runterzufallen. Machen wir vielleicht eher von unten oder so dann. Manchmal macht das ganz kurz, nicht? Und dann reicht es nicht. Ja, machen wir es von unten. Müssen wir einmal noch unten raus. Oh, er hat sehr starken Hunger. Deswegen werden wir das restliche Essen, den Kochtopf und so als erstes holen. Das hat auf jeden Fall Priorität. So. So, ich... Aua. Mann, ich laufe dann aber auch immer noch in den anderen. Deswegen müssen wir... Okay, das müssen wir, bevor ich irgendwo anders hingehe, direkt beheben hier. Genau. Na, die unten nehmen wir eh immer wieder ab. Da wünsche ich mir halt so ein bisschen besserer Bausteuerungsmodus, nicht? Wie es in anderen Spielen dann standardisierter ist. Sonst muss ich nämlich erst so mit einem Fake... Oh Mann. Fake-Ding immer davor bauen. So dass ich es dann da richtig setzen kann. Aber es hilft alles nichts sonst. Ja, soll's ja auch nicht da hinsetzen, soll's ja davor. Genau, da. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele? Den noch. So. Ich setz hier... Wir haben immer noch Hunger. Oh, oh. Wieder auf die normalen Dinger zurück. Zack. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so hoch können die springen, nicht? Ja, das müssen wir einen noch wegnehmen. Ansonsten bauen wir hier noch die ganzen Bäume drumherum ab. Das ist auch noch ein Ziel für die Zukunft. Gerade dieses ganze kleine Geraffel hier nimmt uns komplett die Sicht, auch nachts.
Ich hab da was gehört, oder? Nee. Ich mach das, solange ich noch richtig gut zu Fuß bin. Vielleicht nicht. Wo müssen wir denn überhaupt lang? In die Richtung. Okay. Ja, das Blöde ist nur, der Händler ist sehr, sehr weit weg. Der Händler ist sehr weit weg. Okay. Und der Baum hat noch gestört, nicht? Und der auch, ja. Aber der hier noch am meisten. Ich bin sehr hungrig. Aber ich habe doch gerade gegessen für 40. Der hat echt einen Magen. Ach, seht ihr, das wollte ich noch machen. Aber das machen wir vielleicht dann in der nächsten Nacht, ja. Die Punkte verteilen. Ja, die Bäume da hinten müssen auch auf jeden Fall noch weg. So. Super, jetzt ist Nacht. Oder wieder dunkel und Regen und Gewitter und weiß ich nicht was. Ja, aber eigentlich brauchen wir nur noch ein bisschen Stacheldraht. Und das Haus so ein bisschen mit Zement noch abdichten unten. So wenigstens die erste Reihe Zaun und so. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Und falls wir Tiere finden, noch Tiere auseinandernehmen. Keine Spuren in der Nähe. Okay, ich sollte nicht so viel Mist sammeln. Nur eigentlich... Ja gut, aber Ressourcen so wie Stein und Feder, das geht immer. Das brauchen wir sowieso. Da ist noch ein Haus. Es sind echt viele Häuser so. Noch ein Nest. Sehr gut. Oh, noch eine Zeitschrift. Was haben wir da? Rüstung. Oh, nee, jetzt Qualität 5. Wir haben gerade Qualität 4 von unseren Rüstungen hergestellt. In der Nacht. Das heißt, wir haben da bessere Rüstung jetzt an. Aber ich glaube, für 5 brauchte ich was, was ich noch nicht habe. Obwohl, nee, bei 5 brauchte man, glaube ich, Klebeband und bei 6 brauchte man epische Rüstungsteile. Also auch noch ein weiter Weg. Wo sind denn die ganzen Nester? Manchmal läuft man auf so einem Stück, wo keine Nester so richtig kommen. Da muss man so ein bisschen nach links, rechts und dann sind immer auf so einer, ja... Wie auf so einer Linie gefühlt. Also wenn man in der richtigen Linie läuft, dann kommt man ständig an Nester links und rechts. Manchmal übersieht man sie auch. Weil jetzt ist eigentlich das Allerwichtigste wirklich Holz und Munition nur noch. Noch das Haus? Das, ah, bei dem Haus waren wir schon. Okay. Wir nehmen jetzt aber selektiv mit, nicht? Die wichtigen Sachen zuerst, die anderen Sachen dann später. Also zuerst Wasser, den Kochtopf, solche Dinge. Na komm, das habe ich eh im Inventar. Na, da. Naja, ich habe keine Zeit für sie.
Ich habe einen Job zu erledigen. Alles Arbeitslose, die Zombies, nicht? Die haben auch nichts zu tun. Oder ist ihr Job Gehirne fressen? Nee, da ist es. Das da hinten ist der Händler, ja. Das ist doch ein ganz schönes Stück. Ah, es wird wieder hell. Endlich! Aber auch immer so ein Regenglück in dem Spiel. Wobei im anderen Spielstand, den ich halt privat spiele, da hat es kaum geregnet. Aber hier in dem ständig Gewitter und sowas, nicht? Das ist wie in echt. Erst Sonne 30 Grad, dann Gewitter minus 5 Grad und danach wieder 30 Grad. Ja, ja, du kriegst ja gleich. Wir laufen, da vorne ist es doch schon. Aber Hühner haben wir wieder nicht gesehen. Keine Spuren. Sehr schön. Scheint alles noch zu stehen, einigermaßen. Okay. Ich räume erstmal die Sachen hier rein. Okay, wir nehmen auf jeden Fall... Eier nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit. Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Pistole als Ersatz nehmen wir auch mit. Schaufel nehmen wir schon mit rüber. Metall nehmen wir mit rüber. Plastik auf jeden Fall. Kleber. Ja, die anderen Sachen können wir... Ja, hier Eisenrohre... Selbstgebautes Gewehr, da haben wir ein Level 2. Gut, das können wir auch verkaufen. Stofffetzen nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Pflastersteine, dann können wir das Haus aufwerten. Lehmboden, Plastik für den Tausammler. Die Eisenrohre haben wir eh schon. Eisen unbedingt. Klebeband, auch Must-Have. Messing, jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme es mal mit. Obwohl, ich brauche das noch nicht, oder? Also Messing. Messing around with the lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Auf jeden Fall Kochtopf, Grill nehmen wir mit. Und dann haben wir ja schon ausgewählt, welche Sachen wir hier mitnehmen. Wir essen mal das Essen hier. Das nehmen wir mit. Golden Rod nehmen wir mit, die Eier, das Fleisch, Aloe-Creme vielleicht schon, Peachborn, Kartoffeln könnte man noch machen. Ja, was ist das denn? Ein Fußball! Let's play Football! Jawoll! Was hat er denn für Probleme? Okay.
Aber mehr wollten wir hier nicht machen. Oh, ich habe noch hinten das andere Haus, nicht? Ich hoffe, das kriegen wir alles im nächsten Run dann mit weg. Oh. Die Pfeile können wir unterwegs schon mal machen. Das können wir nochmal reparieren. Ich meine, wenn Loot respawn war, gehen wir eh nochmal in die Stadt zurück. Die ist so oder so interessant dann. Ja, jetzt sind wir überladen. Da können wir auch nicht so preschen. Da ist er, nicht? Dadurch, dass die Stadt nicht genau westlich verläuft, denke ich die ganze Zeit, boah, wir laufen irgendwie ganz komisch. Weil so ein Gefühl hat man natürlich, dass die Stadt Ost-West oder Nord-Süd verläuft, aber dem ist ja gar nicht so. Also schon, nicht? Doch. Laufen wir parallel zu den Gebäuden? Das sieht so ganz anders aus, nicht? Als ob wir uns immer weiter entfernen. Und eigentlich laufen wir parallel zu ihr. Sehr interessant. Komm. Wir müssen ja nicht mal rennen. Hey, jetzt habe ich mich verdrückt. Sorry. Ich wollte hier kurz was sammeln. Sie haben mich gestört. Danke. Bin hungrig. Was hungrig? Ein Set Pfeile hatten wir sogar schon. Das heißt, so viel brauchen wir gar nicht. Wir haben noch eins. Ja, also nochmal so 150 Pfeile, so wären eigentlich ganz gut, nicht wahr? Dann hätten wir's. Dann wären wir, glaube ich, auf der sicheren Seite mit einem. Oh. Kleber und Holz. Holz ist auf jeden Fall immer gut. Wir müssen nämlich noch ganz viele Stachelfallen machen. Das kriegt dann auch Priorität die letzten 2,5 Tage, würde ich sagen. Nachts das Gebäude umbauen. Na? Und befestigen tagsüber von außen. Hat immer noch Hunger. Was ist denn los mit dem? Der will nur den Blaubeerkuchen haben. Das ist halt, weil wir auch so echt krass überlastet rennen. Ist vielleicht wirklich ganz schlecht. Ich meine, wir haben ja die Zeit. Aber ich will auch nie den ganzen Tag verplempern. Ich wollte schon noch mal versuchen, in die andere Stadt rüber. Und so ein, zwei Häuser noch mir anzugucken. Vielleicht ist auch irgendwo noch ein Händler in der Nähe. Das wäre natürlich ganz charmant. Und von dem brauchen wir auch mal ein bisschen mehr. Ja, Jucca haben wir noch gar nicht gefunden. Nur noch 200 Steine. So viel Pfeile habe ich gemacht. Das ist echt viel.
Nochmal 21. Was? Nicht genug Rohstoffe? Ah, verrottetes Fleisch. Komm, das schmeiß ich aber raus. Ich weiß, das ist später vielleicht wichtig, aber das finde ich schon dann noch jederzeit wieder. Ja, beim letzten Mal war ich auch infiziert. Das bedeutet, der Counter ist unweigerlich hochgetickt über 2-3 Tage. Und ich bin dann auch einen Tag davor erst gestorben. Was nicht so schlecht war, weil ich dann genug Trinken und Wasser hatte und auch den Durchfall los war. Der auf 90 schon stand immer. Um dann zumindest diese Horde-Nacht so zu überleben. Das lief dann auch echt ganz gut und danach ging es bergauf. Da habe ich dann auch nochmal gute Sachen gefunden, Loot respawn und dann ging's. Komm, kriegst hier nochmal Schinken und Speck. Wir können schon mal die Leiter auswählen. Da ist sie. Dann zerschote ich mir nämlich nicht wieder meinen gesamten Körper, nicht wahr? Nochmal in die Stacheln laufen muss nicht sein. Tada! So, ganz wichtige 2 Items hier drin. Golden Rod Tee, 19 könnten wir herstellen. Ja. Aber viel wichtiger wäre, dass wir das Fleisch wegkochen, bevor das schlecht wird. Speck mit Eiern, gekochtes Fleisch. Bist du besser? Ich glaube nicht, oder? 9. Ja, das klingt gut. Wie lange brauchen die? 7 Minuten. So. Und dann können wir auch schon nochmal ein bisschen davon herstellen. Okay. Sortieren können wir auch nachts machen. Nicht? Jetzt wird ihr nur so grob reingeworfen. Und ganz wichtig, der Schlafsack. Was? Kann er wenigstens ihn hier hin? Na? Alles platzieren manchmal. Und geht nicht, weil. Dann geht er auch da nicht. Dann ist irgendwas weg gewesen hier. Dann kann man hier hin. Ja. Dann kann man wenigstens ihn hier legen. So. Waffen woanders. Das Zeug kommt aber hier rein. Nee, das auch woanders. Die Suppe kann noch damit weg. 2-mal Wasser nehmen wir immer mit. 5-mal auf Vorrat. Die Eier können hier rein. Hier haben wir schon mal die Pfeile vorgepackt. Munition. Und Waffen und Werkzeug. Okay. Da kommen dann Modzeug und sowas rein. Das habe ich jetzt alles noch nicht mitgenommen, oder? Ja, da habe ich einen. Den habe ich falsch sortiert.
Also was kommt auch nicht hier rein. Okay. Sorry, musste sein. Das läuft. Und dann können wir wieder los. Ist schon 12. Nordwesten, ist es überhaupt richtig? Ja. Da sind auch nochmal Häuser, an denen wir vorbeilaufen. Also es passt schon. Essen hätte ich nochmal mitnehmen müssen, nicht? Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Na gut, aber wir werden jetzt nicht verhungern. Hoffe ich. Ich habe mir da vorne auch einmal ja, Essen übrig gelassen, nicht? Auch wenn es nur verkohltes Wild war. Oh, mal gucken, ob Tiere in der Nähe sind. Keine Spuren. Ja, mehr Fleisch wäre schon noch gut. Pilzsporen. Und Plastikmüll brauchen wir, obwohl ich da nachts erstmal noch das Dach begradigen muss. Zingi Zangi. Genau, die Straße wollte ich wissen, wo die hinführt. Naja, meckern sie nicht. So, liegt doch ganz brav da. Liegt da ein Zombie auf der Straße? Sein Gekreische nicht mehr nerve. Hm, das geht sogar. Liegt ein Zombie auf der Straße, sein Gekreische nicht mehr nerve. Klingt wie ein Zauberspruch. Hex, Hex. Oh, legendäre Teile. Wir haben noch safe einen Hund hier hinten. Hier eigentlich das mitgenommen. Auch nicht schlecht, nicht? Ist auch ein schönes kleines Ding. Warnung vor dem Hund steht ja hier nicht dran. Ein Rad. Okay, das Ding ist schon tot. Ey. Noch jemand. Durch die schieße ich echt so oft durch. Und die Kleine ist echt fix. Oh, ich sag ja, bei der...
Wow. Noch mehr verrottenes Fleisch, ist sehr gut. Ich glaube, er ist eingebrochen. Na super. Was denn? Ach, Ölschiefer, nicht? Super, funktionierende Automaten. Wäre eigentlich nicht schlecht, die im eigenen Gebäude zu haben, nicht? Ah. Oh. So, links sind unsere Pfeile zurückbekommen. Kartoffel. War jetzt noch nicht so viel drin. Oh, ich weiß nicht, wann wir umdrehen müssen, aber gar nicht so spät, glaube ich. Die Straße geht rum, da ist bestimmt auch noch irgendwas. Ja, Bücher sind mir jetzt fast am allerliebsten. Wenn wir so ein paar Briefkästen abgrasen, dann könnten wir eventuell unsere Bautools verbessern. Boah, Schock. Manchmal machen die Geräusche, als ob da eine ganze Armee auf einmal kommt. Und dann kommt eine ganze Armee und die ist super leise und schleicht sich an dich ran. Den da hatte ich, nicht? Da sind wir gleich am Anfang hin. Das war der erste Wagen, ja. Ich meine, das Plastik ist gar nicht mal so unwichtig gerade. Oh, ein Rezept. Wir können auch die Sachen mal hier unten hin stacken. Oh, dann sind wir auch nicht überladen. Na super. Wahrscheinlich breche ich gleich ein. Wow. Ich dachte, er ist unter mir. Ich sag ja. Ich würde euch hier gern rauslassen. Hm.
So, ich würde sagen aber, das war's für diese Folge. Kleiner Cliffhanger. Bis gleich.